Man kann sich nicht dran satt sehen. Das ist die große, weite Welt, die an einem vorbeizieht. Also schöner kannst du ja nirgendwo sein, ne? Der Nordseeküstenradweg. 520 Kilometer lang. Und links ist meistens Meer. Am Weg großartige Landschaften, beeindruckende Menschen mit ihren besonderen Geschichten. Beim Start liegt zunächst ein Hafen links, der von Leer, der drittgrößten Stadt Ostfrieslands. Radfahrerfreundlich und mit viel Historie. Von hier führt der Radweg zunächst Richtung Ems. Links ist also erstmal Fluss. Und im Fluss bald das Ems-Sperrwerk. Hier wird das Wasser für die Überführung der Kreuzfahrtschiffe aus Papenburg gestaut, damit die ins Meer können. Das kommt weiter an der Ems entlang, Richtung Dollart in Sicht. Am Horizont rückt Emden ins Blickfeld. Der Hafen spielt bis heute eine große Rolle in der Geschichte der 1200-jährigen Stadt. Der Radweg durch Emden führt über den Deich vom Ems-Jade-Kanal an dieser Stelle vorbei. Aber hier vorbeifahren sollte man eigentlich nicht. Zugucken ist besser. Denn das hier ist wirklich einmalig. Kesselschleuse, Jakobs. Ja, wir müssen die Kessel noch im Leer laufen lassen und dann geht's gleich weiter. Ja? Okay. Bis gleich. Tschüss. Hier arbeiten Dieter Jakobs. Kesselschleuse, Köhler. Moin. Und sein Kollege Andreas Köhler. Beide sind sehr gefragt, wenn man durch diese besondere Schleuse will. Vom Stadtkanal in Herrentorfviertel. Ja, wir lassen Kessel gerade leer laufen. Da kommt euch dann einer entgegen und dann danach könnt ihr dann durchfahren. Dann geben wir euch ein Zeichen. Moin. Dieter Jakobs arbeitet seit 23 Jahren an der Kesselschleuse Emden. Sie ist von 1880. Inzwischen modernisiert und mit 4 Aus- und Eingängen europaweit einmalig. Das ist ja das Besondere an dieser Schleuse. Ja, ich sag mal so, eigentlich können wir mit dieser Schleuse zaubern, ne? Man hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Denn hier muss beim Schleusen nicht immer alles Wasser rein oder rausgelassen werden, sondern die Schleusentore haben noch zusätzliche Torschütze. Und durch die kann der Wasserstand auf 4 verschiedene Höhen reguliert werden. Je nachdem, aus welcher Himmelsrichtung gerade einer kommt oder in welche er denn nun möchte. Da öffne ich jetzt die Torschütze. Das sind also Klappen, die in den Toren drin sind. Und die werden jetzt hochgezogen. Ich sage immer, man muss sich das so vorstellen wie den Stöpsel in der Badewanne. Ne? In Richtung Emder Stadtgraben zum Beispiel muss das Wasser im Kessel raus und um 2,60 Meter runter. Doch sie schleusen nicht nur hier. Per Fernsteuerung bedient Kollege Andreas noch eine weitere Schleuse im Kanal, ein paar hundert Meter entfernt. Und zusätzlich noch 3 Brücken. Dieser Teil ist eine Brücke mit Ampelanlage. Das ist die Ampelanlage für die Schleuse, Verbindungsschleuse. Und hier habe ich die anderen 3 Brücken. Sieht ein bisschen kompliziert aus. Und das ist es auch. Es braucht vor allem Konzentration. Deswegen wechseln wir uns dann auch so halbtags, also einer vormittags, einer nachmittags. Deswegen wechseln wir uns auch ab, weil den ganzen Tag hier vorsitzen, dann wird man irgendwann. Die Süd-Nord-Schleusung bei Dieter draußen ist klar Schiff. Heute ist alles ruhig. Aber wenn sie hier alle aus allen Richtungen gleichzeitig kommen. Ja, das ist auch nur so eine Gewohnheitssache. Ne? Die melden sich an und man kann sich das schon merken. Okay, wenn natürlich jetzt zu viele Anrufe gleichzeitig kommen, dann verliert man auch schon mal den Überblick. Ne? Aber bis jetzt sind sie alle durchgekommen. Ne? Schönen Dank. Jo, gerne. Tschüss. 6 Euro kostet eine Schleusung. Die meisten haben aber eine Jahresvignette. Moin.
Und da ist auch schon das nächste Boot. Hallo. Einmal zum Emder Hafen. Diesmal von Ost nach West. Ja. Könnt ihr euch hier noch mal kurz anbinden? Dann lassen wir gleich den Kessel volllaufen. Und wir kriegen noch erst ein Fahrgastschiff, was jetzt gleich quer durchgeht. Ja? Kessel wieder voll, Fahrgastschiff raus. Das geht fix. Andreas schleust derweil per Fernbedienung gleich 4 Boote in die Kammer in der anderen Schleuse im Ems-Jade-Kanal. Da sind zum Glück Profis an Bord, erlebt er aber auch anders. Du hast auch Boote, sag ich mal, die das noch nie gemacht haben oder da keinen, die wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen oder haben nur ein kurzes Band und hängen da, baumeln da quer durch die Schleuse rum und solche Sachen, ne? Das ist dann natürlich unheimlich schwierig, da dann zu reagieren, ne? Denn sieht man das meistens schon, das macht eben halt die Erfahrung auch. Wenn man denn Neulinge hat, dann schleust man die natürlich ganz langsam. Dann kann so eine Schleusung auch wohl mal eine halbe Stunde dauern, aber man hat die wenigstens mit ruhigem Gewissen nach oben hin und ist nichts passiert. Immer schön Ruhe bewahren. Dass ich die Monitore habe, zwischendurch ihm draußen noch helfe oder umgekehrt und dann quer über die Schleuse mit Handzeichen uns Zeichen geben. Wir haben mittlerweile unsere eigene Sprache hier. Ne? Ost. Nord. Moin. Es kommen ja auch viele Touristen hierher, die sich das anschauen und uns beobachten und ja, einen Kommentar geben. Und ich sage immer, der beste Kapitän steht immer an Land. Ne? Ja. Das Schöne an dieser Schleuse ist einfach, dass sich ja hauptsächlich immer Urlauber und sowas schleusen. Wenn das Wasser anfängt zu sprudeln, stehen plötzlich die Brücken voll. Das ist so, ja. Gekiekt wird immer. An der europaweit einzigen Vierkammerschleuse am Nordseeküstenradweg. 15 Kilometer nach Emden öffnet sich Richtung Küste dann links vom Radweg der Dollard. Die Etappe führt nach Norden in die gleichnamige Stadt. Links vom Radweg ist jetzt viel Meer. Vorbei am Leuchtturm Kampen. Und seinem wesentlich bekannteren Bruder, dem Pilsumer Leuchtturm. Seit seinem Auftritt im Otto-Film auch gerne Otto-Turm genannt. Das Fischerdorf Gretsiel ist nicht weit. 26 aktive Krabben und ein Muschelkutter liegen hier noch. Hier sind 600 Jahre Geschichte vor allem im Ortskern noch gut zu erahnen. Wer mag, nimmt jetzt eine andere Route des Radwegs und fährt kurz ins Binnenland. 15 Kilometer entfernt liegt Marienhafe und beeindruckt mit dem Turm der St. Marienkirche, in dem einst der Pirat Klaus Störtebeker gewohnt haben soll. Hier gibt es alte Landstraßen und sogar Alleen zum Radfahren. Nach Norddeich sind es von hier 15 Kilometer, etwa anderthalb Radfahrstunden von hier. Entspannt, wohlgemerkt. Beim Leibuchtpolder treffen sich Küsten- und Landradweg. Ab hier gilt wieder, links ist Meer. Dann kommt Norddeich in den Blick. Von hier gehen die Fähren nach Jüst und Norderney. Und rechts am Radweg liegt eine Institution. Metas Musikschuppen, eine Kultdisco aus den 60er Jahren. Sie läuft bis heute. Otto oder auch Howard Carpendale hatten hier ihre ersten Auftritte. Aber das nur mal so am Rande. Die Stadt Norden liegt 5 Kilometer landeinwärts. Hier gibt es neben dem regulären Bahnhof eine Museumsbahn. Radfahrer können hier umsteigen, in einen Zug auf die ehemalige Küstenbahnstrecke. Betrieben wird die von Ehrenamtlichen.
Und einer von ihnen ist ein pensionierter Lokführer aus der Schweiz. Ich war das erste Mal 1972 war ich in Ostfriesland, wo die Dampfloks da noch fuhren. Reine Emden-Notteich. Und dann kommt meine Frau ins Spiel, wo wir da um die Jahrtausendwende hierher in den Urlaub gefahren sind, um mir zu zeigen, wo ich in den jungen Jahren war. Hat sie gesagt, da gefällt es mir. Wenn wir Rentner sind und werden, dann ziehen wir hierher. Und das haben wir jetzt auch vor 16 Jahren gemacht. Weil Peter Zinsli dann doch nicht anders konnte und kann, kümmert er sich als einer von 170 Mitgliedern des Vereins um den Erhalt der alten Küstenbahn. Drei Loks, einige historische Waggons, ein kleines Betriebsmuseum und der ehemalige Lokschuppen müssen instand gehalten werden. Und auch wenn es manchmal nach Schrott aussieht, Schweißer Andreas van Dieken gibt nichts verloren. Wir geben nie auf. Ja? Unsere 100 Jahre alten Freunde sollen genauso bleiben. Solange wir sie halten können, werden wir sie auch halten. Bis 1987 wurde von hier noch die Küstenstrecke offiziell befahren. Seitdem stellen hier Museumsbahner die Weichen und halten alles am Laufen. Samstags ist immer sowas wie Schraubertag. Da wird gemacht, was so anliegt. Rangieren, putzen, reparieren. Jan-Hinrich Eilers kümmert sich gerne um das alte Stellwerk. Weil das ja auch noch was Greifbares hier ist. Man kann den Leuten das wirklich vorführen, das ist ja nicht weit weg. Es ist auch noch relativ simpel aufgebaut im Gegensatz zu moderner Technik. Hier sieht man noch, was man bedient. Hier werden die Weichen noch einzeln angesteuert. Das ist ja rein mechanisch. Also man kann den Leuten das so auch deutlich besser nahebringen. Und das hält fit. Ja, ich bin jetzt 67 und ich möchte auch noch eine Weile fit bleiben. Wenn man da einmal für brennt. Das hört nicht auf. Ich bin mittlerweile, ja, ich habe mal angefangen mit einem Tag in der Woche. Mittlerweile bin ich 4 Tage die Woche hier. Ankunft eines anderen Nostalgiezuges. Ein Museumsbahnverein aus dem Westfälischen ist unterwegs an die Küste und kommt genau an ihnen vorbei. Wunderbar. So muss es sein. Man freut sich dann eben auch für andere Vereine und auch, wenn sie dann mal vorbeikommen hier. Da staunen selbst Museumsbahner. Mitfahren geht leider nicht. Sie haben zu tun, um mal wieder selber fahren zu können. Es geht auf Probe und Sichtfahrt. Denn das Problem der Küstenbahn ist derzeit ihre Strecke. Die ist noch nicht komplett wieder freigegeben bis zu ihrem eigentlichen Endpunkt hier in Dornum. Also müssen sie immer wieder raus und ran zum Freischnitt, wenn denn genug Leute da sind. Das ist heute nicht der Fall. Und die Bahnaufsicht muss auch immer noch ihr Okay geben. Dieses Stück ist komplett in Ordnung, aber ab Hage ist es noch nicht so weit, dass wir überhaupt daran denken können, nur eben halt mit, bei uns nennt man das gelbe Fahrzeuge, wo wir uns jetzt auch drauf befinden, dass wir mit Arbeitsfahrzeugen rausfahren können. Aber es bedarf jedes Mal einer 5-tägigen Genehmigung, also 5 Tage vorher eine Genehmigung, dass wir damit dann auch raus dürfen. Vor allem Corona hat ihre Saisonvorbereitung ausgebremst und Brombeeren nehmen auch keine Auszeit. Das Grünzeug, was da unten wächst, die Brombeeren, die kannst du schneiden und 14 Tage später sagen, wir sind wieder da. Geht das wieder von vorne los. 17 Kilometer lang ist die Strecke. Für Fahrräder gibt es im Museumsbahnbetrieb immer einen Gepäckwagen. Mitfahren sollen hier ja vor allem Touristen und Radfahrer. Für sie selbst ist das Ehrenamt ein bisschen zwischen Freude und Pflicht. Wir haben hier den Spaß an der Arbeit, weil, wie ich immer sage, wir persönlich haben nichts davon. Wenn ich Fußball spiele in einem Fußballverein, dann habe ich den Verein und ich spiele Fußball. Aber hier habe ich die Eisenbahn, wo ich an Reparieren und an Machen und an Basteln bin. Und persönlich habe ich nichts davon. Das ist reine touristische Geschichte. Und darum geht's ihnen ja. Hier soll wieder gefahren werden.
Ob nun mit Rad oder ohne, Hauptsache unterwegs. Und natürlich die schöne Landschaft von Ostfriesland da. Wenn wir da durchs platte Land fahren, das ist natürlich etwas Wunderbares. Jede Fahrt ist anders. Das ist schon. Und solange dass ich jetzt Lok fahren kann, mache ich das gerne. Zurück am Küstenradweg bei Westerdeich vor Nesmasil. Auf der Etappe nach Karolinensiel. Links ist wieder Meer. Und in Nesmasil gibt's wieder was zu gucken. Von hier geht die Fähre nach Baltrum. Die kleinste der ostfriesischen Inseln. Norderney und Langeoog sind bei entsprechendem Wetter von hier auch gut zu sehen. Manchmal reicht aber auch schon Schauen im Hafen. Weiter Richtung Dornumersiel und Neuharlingersiel. Und da sich das Wetter hier oben wirklich schnell ändern kann, ist manchmal auch eine Fahrt mit dem Wolkenwechsel um die Wette drin. Auch hier liegen noch aktive Krabbenkutter im Hafen. Eine halbe Radfahrstunde weiter entfernt Harlesiel und Karolinensiel. Gleich hinterm Deich ein altes für die Region typisches Gulfhaus aus dem 19. Jahrhundert. Nicht weit vom Meer lebt hier ein Mann fürs Meer. Er ist Wattführer, nebenbei noch Vermieter, Tischler, Handwerker, Unternehmer, Familienvater und gerade auch Putzmann. Wir wollten hier schon lange fertig sein, aber ja, wie das so ist. Zu viel auf dem Zettel. Die alte Wohnstube in seinem Gulfhaus baut Joke Pouliat gerade um zu einem Büroarbeitsraum, den man auch zusammen mit anderen für kurze Zeit mieten kann. Coworking Space ist der Begriff, wenn man mal kurz in den Ferien arbeiten will oder muss. Im Tourismus kann man schon sagen, dass es eine der Trends sind, die kommen. Ja, nicht jeder glaubt daran an Trends, manchmal ist das ja so. Also wir haben da festen Glauben dran, dass das geht. Es ist eines seiner Projekte. Der Ausstellungs- und Tagungsraum im alten Stall, hergerichtet mit Recyclingmaterial, ist schon fertig. Oben sind noch zwei Ferienwohnungen. Auch die bauen sie gerade um. Immer mit dieser Idee von Nachhaltigkeit. Die Fronten von den Schränken sind aus einem Material, die Beschichtungen, die aus recyceltem Kunststoff sind. Und um das nochmal zu verdeutlichen, habe ich ein bisschen Strandgut hier gearbeitet mit so Leinen, so Resten, die man auf dem Strand findet. Und auch Kunststofffäden von Luftballons, die durch das Meer driften und für Vögel lebensbedrohlich sein können. Und einfach so etwas auch einfach zu zeigen, hier so eine kleine Brücke einfach zu schaffen. Betten abziehen ist ja immer eine kinderkompatible Arbeit. Das geht natürlich nicht allein. Seine Frau Romy hat den Überblick und packt mit an. Unten hinlegen. Na gut. So ein Gulfhaus macht Arbeit und braucht Geduld. Jedes Leben hat so seine Herausforderungen, ja. Und wir haben uns halt eine Vielfalt der Herausforderungen genommen. Eine dieser Herausforderungen ist wohl Jokes Zettel. Immer viel drauf halt. Also tatsächlich so, sobald ein Projekt abgeschlossen wird, man muss da keine Angst drum haben. Der Joke hat das nächste in petto. Und das ist auch administrativ natürlich oftmals eine Herausforderung. Aber es macht natürlich auf der anderen Seite auch Spaß. Während Romy also lieber hier klar Schiff macht, zieht es Joke ans Meer, beziehungsweise ins Watt. Denn das steht immer ganz oben auf dem Zettel, Wattführungen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute hier seid auf unserer kleinen Expedition hinaus in diesen einzigartigen Lebensraum. Es ist eine Landschaft von einem universellen Wert. Warum, wird schnell klar. So geht Watt. Wenn man so mit der Spitze eintaucht vom Fuß, ja, dann kommt man viel besser voran. Ja, man kann regelrecht übers Watt drüber gleiten, wenn nicht so viele Muscheln da sind wie hier. In dem Wort Nationalpark steckt einfach auch das Wort Park einfach mit drin. Ne? Es ist hier sichergestellt, dass diese Landschaft für uns als Menschen weiterhin offen ist.
beobachte dabei einfach mal den Boden, was hier so herumläuft. Manchmal sieht man so ein paar kleine Krebse laufen hier hin und her. Da denke ich, werden wir nachher noch ein bisschen was größere Exemplare in den Prielen finden. Eine einzelne Miesmuschel gibt etwa 5 bis 10 Millionen Eizellen, ja, oder Samenzellen ab. Ja, wird sich erstmal als Männchen geboren, wird später aber weiblich, verändert das Geschlecht. Und so sind Muscheln nämlich anpassungsfähig. Jeder Tag ist anders. Das Wetter, das Watt, die Menschen, mit denen er hierher geht. Und das kann auch schon mal heikel werden. Ich meine, auf dieser Tour ist das relativ einfach. Aber auf anderen Veranstaltungen, wie zu nach Langeoog herüber oder nach Spiekeroog auf der Tour, sind dann schon mal Situationen, wo jemand so ein bisschen aus der Puste kommt und man merkt das dann einfach. Ne? Das ist so ein bisschen, muss natürlich ein bisschen empathisch sein und dafür empfänglich sein, dass jemand da ja jetzt vielleicht unsicher wird. Und dann darauf zuzugehen und gut zuzusprechen, aber das gelingt ja wohl eigentlich immer. Und auch das funktioniert hier draußen plötzlich. Muschel beobachten als Entschleunigung. Oder die hier. Ja, nicht erschrecken. Die wollen nur spielen. Bei dem Weibchen ist die Klappe wesentlich weiter ausgeprägt, nach außen gewölbte Kanten, viel größer. Ja, darunter liegen die Geschlechtsorgane. Und wie gesagt, bei dem Weibchen dann auch die Eier. Über die Hand laufen lassen? Nein. Nein? Menschen zu erreichen, zu sensibilisieren, ihnen das zu zeigen und zu sagen, wie empfindlich das ist. Das macht Spaß, das macht Freude. Menschen kommen mit Freude hierher, wollen auch etwas erfahren. Ja, das ist mein Spielplatz, es ist mein Lebensunterhalt, es ist ja alles auf einmal zusammen. Zurück zum Nordseeküstenradweg. Mit dem Ziel Wilhelmshaven, etwas mehr als 50 Kilometer. Davor macht die Küste bei Schillig einen Knick nach Süden. Vorbei am Hoogsieler Binnentief. Und, wenn man den Abstecher machen möchte, auch an Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen, dem Jade-Weser-Port. Südlich von Wilhelmshaven liegen hinterm Deich 20 einfache Häuser, das Banter Fischerdorf. Der Küstenradweg geht hier quasi mittendurch, zum Beispiel bei Familie Hettke. So. Und Kai Hettke zieht heute Leine. Gucken nach dem Radfahrer. Und ein bisschen gucken. Daran wird das Boot befestigt. Und dann kann man das rein und rausziehen, ohne da durch Schlick latschen zu müssen. Und ja, das müssen wir jetzt so ausbringen, dass es nicht groß vertüdelt, ne? Die Hettges haben ein besonderes Ferienwohn- und Fischereirecht. Bis zum Leuchtfeuer dürfen sie fischen, wie es einst Fischer hier hauptberuflich getan haben. Zusammen mit Sohn Torben will Kai das Boot für die Saison klar machen. Dafür muss er aber den Festmacherstein im Watt finden. Oh, 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 ist das schlimm dieses Jahr. Ja, hier im Watt ist so eine Öse, wo das rankommt. Da ist alles zugewachsen. Oh, ja, jetzt den Haken hier finden. Im kleinen mobilen Häuschen, das für jede Saison aufgestellt wird, wartet seine Frau Silke derweil lieber ab. Ja, da habe ich mich immer gezielt drum drücken können. Oh, guck dir das an. Jedes Jahr dasselbe. Oder auch nicht. Wahnsinn, viel schlägt. So viel war hier die letzten Jahre nicht. Das wird noch dauern. Egal, sie lieben es und sind hier von April bis September so oft es geht, nicht nur am Wochenende. Alles recht übersichtlich, das heißt, hier ist der Wohnbereich, da kann tatsächlich auch noch geschlafen werden. Küche erklärt sich von selbst. Ja, gibt tatsächlich auch ein kleines Badezimmer, also Mini-Dusche, Mini-Toilette. Kojen gibt es natürlich auch. Und da ist dann noch Platz für Etagenbett, wobei die relativ selten benutzt werden, okay. Eben. Primär, wenn wir wirklich Besuch da haben und ja, keiner mehr nach Hause fahren möchte oder kann. Kai hat inzwischen eine Ahnung, wo der Festmacher sein könnte und auch schweres Gerät. Aber Sohn Torben weiß auch. Gibt Jahre, da ist es, nun ja, Nadel im Heuhaufen oder im Schlickbad. Oder es gibt Jahre, da ist es, oh, da ist er ja. Das wird nicht, das darf doch nicht wahr sein.
Nun habe ich die Schnauze voll. Und nun, nach bald einer Stunde, gibt Kai auf. Was eine Pleite, ey. Also richtig schön blöd. Das Einfachste, was ja früher auch öfter der Fall war, gibt es einen neuen Festmacher. Und den habe ich jetzt nicht. Dann gibt's jetzt Tee. Wird auch Zeit. Kai ist immer noch ein bisschen angefasst. Ja, lass mal das weg. Ja, das gefällt mir gar nicht, dass ich dir nicht gefunden habe. Und ich habe mit meinem Schwager telefoniert, der hat letztes Mal über eine Stunde. Ich sage, jetzt habe ich heute keine Lust zu. 18 Familienmitglieder teilen sich das Häuschen. Das ist Tradition und Pflicht. Das wird seit mehr als 110 Jahren hier weitergegeben. Es muss auf jeden Fall jemand sein, ja, der irgendwie aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis kommt und der Affinität eben auch zur Fischerei hat. Also es ist nicht so gedacht, dass die Leute herkommen und sagen, ach, ich mache hier nur Urlaub. Es soll ganz klar den Charakter behalten des Fischerdorfes. Das heißt, wir haben also auch hier eine Ausnahmegenehmigung, um eben die Boote hier hinzulegen, weil wir ja eigentlich in einer Zone sind, die so nicht befahren werden darf. Silkes Großvater hat hier noch richtig gefischt. Und sie und ihre Geschwister sind hier groß geworden. Na, guck mal, wie jung die noch ist. Es sind für mich ganz klar die Kindheitserinnerungen, die dranhängen. Für meinen Bruder natürlich, meine Schwester auch. Und ich glaube, das sind so die schönsten Erinnerungen, die wir so in unserer Kindheit haben, die wir hier verbracht haben. Wir sind ja immer irgendwie von den Osterferien bis zu den Herbstferien waren wir eigentlich immer dann, wenn es ging, hier, waren wir hier. Auf den alten Filmaufnahmen spielen sie in den 70ern noch vor den alten Hütten. Diesen besonderen Blick und das Gefühl für dieses Haus erfasste dann auch Kai, als er in Silkes Familie kam. Also mir ist das sehr wichtig. Dieses Haus habe ich ja auch noch selber gebaut, weil der Wagen davor eine Jahre kam. Aber ja, Familie war schon glücklich, dass ich hier so viel Hand angelegt habe. Und immer noch. Und ich könnte gar nicht ohne. Wenn ich nichts zu tun hätte hier, da würde mir was fehlen. Einfach exklusiv. So ist das für die Menschen hier im Banter Fischerdorf. Wenn man einschläft, wenn man morgens wach wird, Möwen, die man hört, die auch hier oben rumlaufen, die morgens kreischen, man hört das Wasser, man hört den Wind. Das ist eigentlich, ja, traumhaft. Du siehst die Gezeiten jeden Tag und trotzdem ist es jeden Tag neu. Es ist immer wieder spannend, es ist immer Veränderung. Du siehst hier jedes Jahr, wie sich Priele neu bilden, verändern. Und ist eigentlich, egal wie oft man sieht, man kann sich nicht dran satt sehen. Ich glaube, das trifft es am besten. Und sie sind hier direkt am Nordseeküstenradweg. Der führt nun um den Jadebusen. An Dangast vorbei. Oder über den Hafen von Farel. Heute liegen hier nur mehr Freizeitboote. Aber bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es Schiffsverbindungen bis nach England. Gut 5 Kilometer von Farel entfernt in Diekmannshausen. In diesem Kastenwagen sitzt ein Mann mit einer Mission. Stefan Ziegler ist Optimierer für Radwegebeschilderung. Angestellt bei der Touristikgemeinschaft Wesermarsch. Und er hat tüchtig zu tun. Wir haben ca. 1600 Pfostenstandorte in der gesamten Wesermarsch. Und insgesamt so 5000 Schilder. Und die müssen kontrolliert werden auf Sauberkeit, dass alle Zusatzschilder der Themenrouten an dem Pfosten dran sind. Ja, und dass da keine Beschädigungen dran sind an den Schildern. Das ist so meine Aufgabe. Und die macht dem Hauptmann AD Spaß. Seit 4 Jahren ist er nun als Optimierer im Einsatz. Oh, da hat jemand einen Aufkleber drauf gemacht. Das ist nicht gut, weil nun die Richtung nicht mehr eindeutig zu erkennen ist. Ach. Der Aufkleber geht nicht runter. Darum wird sich Stefan Ziegler später in der Firma kümmern. Erstmal muss hier ein Ersatzschild her. Wir haben es auch so, dass manchmal auch solche Beschädigungen
dass das verbeult ist, wegen durch landwirtschaftliche Maschinen, das kriegt der Bauer gar nicht mit. Wenn er um die Kurve fährt, da kann er gar nichts für. Aber solche Sachen wie jetzt hier, dass da Aufkleber drauf sind, das ist ganz klar, ja, Vandalismus. Und das ist einfach nicht schön. Da, zwei Radfahrer. Ey, ich habe Rückenwind für euch. Ich habe Rückenwind für euch. Wartet mal ab hier. Stefan Ziegler hat nämlich nicht nur Schilder, Putz und Werkzeug dabei, sondern auch jede Menge Prospekte. Werbung für sein Fahrradrevier. Das ist ja Nordseeküstenradweg, der ist ja top. Und von da kann, fährt man jetzt schön am Deich hoch und Rastmöglichkeiten gibt es auch noch schöne, am Melkus oder unterwegs noch ein schönes Kaffee, ist alles da. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. 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 Genau da will Stefan Ziegler jetzt auch hin. Zum Melkus in Augustgroden, direkt hinterm Deich. Eines von mehreren auf der Strecke. Mit der Beschilderung hier hat er nichts zu tun. Er will nur neue Prospekte bringen und sich vielleicht eine Kleinigkeit gönnen. Ich kann jedem Radler nur empfehlen, sich da eine frische Milch zu holen oder einen schönen Quark. Das wird von dem Bauernhof frisch zubereitet und schmeckt hervorragend. Und das Ganze ist eine Selbstbedienung. Das heißt, man legt das Geld in die Kasse des Vertrauens und genießt dann seine schöne Mahlzeit da. Genauso überzeugt ist Stefan von seiner Schilderpflege. Auch im Zeitalter von GPS und Navi. Die ADFC-Radreiseanalyse hat ergeben, dass 40% immer noch auf diese Schilder schauen hier. Und manchmal ist auch durch die Sonneneinstrahlung schwierig, manchmal das Display zu lesen. Und da ist so ein Schild immer noch das Allerbeste. Eigentlich ist Stefan ja am liebsten selbst mit dem Rad unterwegs. Aber in seiner Funktion als Optimierer für Radwegebeschilderung braucht er einfach zu viel Zeug. Und sein Gebiet ist zu groß, als dass er die Arbeit mit dem Fahrrad schaffen könnte. Hier beim Fähranleger in Eckwader Hörne fehlt das Wegweiserschild vom Nordseeküstenradweg. Stefan muss es ersetzen. Auch das ist ihm schon häufiger passiert. Ja, das sind Souvenirjäger, die am Ende ihrer Radtour ihr wohlverdienten Preis mitnehmen wollen als Pokal. Aber was will man machen? Man kann überall sein und überall aufpassen. Dabei ist er schon viel unterwegs. Jedes der rund 5000 Schilder in der Region kontrolliert er mindestens einmal im Jahr. Draußen sein, an der frischen Luft, am Wasser, das tut ihm gut. Und ist ein Ausgleich zu seinem vorherigen Beruf. In meiner 38-jährigen Zeit bei der Bundeswehr, gerade im Auslandseinsatz, gab es nicht so schöne Situationen wie 2010, Karfreitagsgefecht oder andere Leute, die wir halt in Afghanistan verloren haben. Von daher ist das sehr schwierig gewesen in manchen Situationen. Und von daher ist das jetzt hier ein ruhiger Job. Und ja, man muss halt, ich bin gesund zurückgekommen in Körper und Geist. Und das ist wichtig. Und leider sind das nicht alle. Vom Leuchtfeuer Preußeneck in Eckwader Hörne sind es rund 40 Kilometer bis Bremerhaven. Links liegt immer noch das Meer in Form des Jadebusens. An der Nordspitze der Halbinsel Butjadingen angekommen, zieht es die Radler über den Deich. Zu einem besonderen Naturerlebnis, dem Langwader Groden. Trockenen Fußes wandeln die Besucher über dem Meeresboden und können den Wattbewohnern dabei direkt in ihr Wohnzimmer gucken. Rund 10.000 Tier- und Pflanzenarten leben hier. Wieder rauf aufs Rad. Der Krümmung der Landschaft Richtung Osten folgend liegt das kleine Fischerdorf Fedderwadersiel. Gerade mal 250 Einwohner. Mit Vorliebe tummeln sich hier die Touristen auf den Ausflugsschiffen oder am Hafen.
Und ohne Fischbrötchen verlässt kaum einer das Dorf. Nur einen Ort weiter in Burghave führt der Radweg vorbei an einer Nordseelagune, also einem Badesee mit Meerwasser, aber ohne Ebbe und Flut. Und dann immer weiter am Deich entlang, bis gegenüber die Containerterminals von Bremerhaven in Sicht kommen. In Blexen wartet auf die Radler die Fähre. Rund 15 Minuten dauert die Fahrt über die Weser. Erst hinter Bremerhaven mündet der Fluss in die Nordsee. Und erst hinter der Stadt beginnt auch die Wurster Nordseeküste. Hier in Vremen ist Renate Grützner auf dem Weg in die Salzwiesen. Als Einheimische darf sie etwas, das andere nicht dürfen. Die Vremerin hat es auf ein norddeutsches Traditionsgemüse abgesehen. Den Röhrkohl oder botanisch korrekt Stranddreizack. Eine grasartige Pflanzenart. Nur grasartig sieht hier in den Salzwiesen vieles aus. Für erfahrene Sammlerinnen wie Renate kein Problem. Na doch, das kann man doch erkennen hier. Guck mal, die sind ja tatsächlich irgendwie dreieckig, ne, relativ breit. Die Stängel, die unterscheiden sich ja von allem anderen. Und jetzt erkennt man die auch natürlich, weil die blühen. Da sind hier diese Blüten, ja. Mir hat mal jemand gesagt, das Rote sollte man nicht mitnehmen, aber da gibt es verschiedene Meinungen. Wir nehmen das mit. Also Kohl ist es auf gar keinen Fall. Das hat mit Kohl überhaupt nichts zu tun. Vielleicht kannten die Leute früher nur Kohl als Gemüse und dann war jedes Gemüse Kohl oder so. Und haben gedacht, dann nennen wir das mal auch so. Die Salzwiesen bilden den natürlichen Übergang zwischen Land und Meer. Die Pflanzen hier sind alle kleine Überlebenskünstler. Schließlich werden sie regelmäßig von der salzigen Nordsee überflutet. Das hinterlässt Spuren, auch beim Röhrkohl. Wenn man das so ein bisschen verknuddelt hier, riecht das nach Chlor. Der verfliegt aber dann beim, der Geruch verfliegt wieder beim Kochen. Und das Zeug ist ja so salzig, weil das hier auch auf den Salz Wiesen ist. Wenn man das kocht, darf man da kein Salz mehr zutun. Und diese Pflanze ist so schlau, dass sie das Salz dann in irgendwelchen peripheren Blättern, Stängeln sammelt und die dann auch abschmeißt. Ganz schön clever, ne? Und ein ganz besonderer kulinarischer Genuss. Aber eben nicht jeder darf einfach in die Salzwiesen gehen und den Röhrkohl ernten. Das ist ein ganz altes, ich glaube, mittelalterliches Recht, was wir da wahrnehmen. Und da hat jemand ganz tüchtig aufgepasst, als diese Nationalparkverordnung kam, dass das da eingearbeitet wurde, dass die Wurster das weiterhin dürfen. Röhrkohl wird gestochen, genau wie Spargel, und hat auch zwischen Mai und Juni Saison. Die Ernte ist mühsam. Das sieht ganz gut aus. Renate Grützner findet es trotzdem herrlich. Auch wenn man da so ins Stechen kommt, dann kann man gar nicht wieder aufhören. Das ist ja schon schön, ne? Das ist so herrlich. Watt, bisschen Wasser, dann diese Vögel da, leichter Wind, also schöner. Kann es dann nirgendwo sein, ne? Und mit ihrer heutigen Ausbeute ist sie auch zufrieden. Die Zubereitung will heute ihr Mann übernehmen. Guck. Oh. Ganz schön viel geerntet, ne? Klasse. Der ist ja noch richtig gut. Ja. Prima. Ja. Das ist schon wichtig, dass es gut gewaschen wird, weil es kommt ja aus dem Watt. Und entsprechend kann auch ein bisschen Schleck oder Sand dran sein. Also muss schon gut gemacht werden. Nur einen kleinen Teil des Röhrkohls will Gerd Hohlmann für Kartoffelrösti vorweg verwenden. Hier dient das Wildgemüse mehr der Optik und sorgt nur für etwas salzigen Geschmack. Zum Hauptgericht aber, dem Tafelspitz, köchelt der Röhrkohl bis zu 2 Stunden vor sich hin.
Das ist natürlich eine Konsistenz, die ihre Zeit braucht. Das ist wie, ich sag mal, da kann man wieder mit Grünkohl vergleichen. Nicht? Es gibt sicherlich schöne Rezepte aus dem Oldenburger Land, wo er mal kurz anblanchiert wird. Aber der klassische Grünkohl, der muss einfach seine Zeit haben. Und so ist es mit dem Rohrkohl auch. Also alles andere als Fast Food. Aber der Aufwand lohnt sich eben, meinen die beiden. Und wissen um ihr kulinarisches Privileg. Guten Appetit. Der wächst wohl auf der ganzen Nordhalbkugel, wenn die Verhältnisse stimmen. Also es muss immer irgendwie Salzwasser im Spiel sein und Wiesen, die ab und zu überschwemmt sind. Und dann wächst das an ganz vielen Stellen. Aber es wird eben nicht überall genutzt zur Ernährung. Das ist nur hier in Landwursten so. An der Wurster Nordseeküste gibt es insgesamt 3 Silhäfen. Der Leuchtturm Kleiner Preuße schmückt Vremen. Von hier aus sind es gut 40 Kilometer auf dem Nordseeküstenradweg bis Cuxhaven. In Dorum-Neufeld flankiert der Leuchtturm Ober-Eversand den Silhafen. Und wer von Spieker-Neufeld aus einen Schlenker durch den Ort macht, kann eine ganz besondere Apparatur bestaunen. Eine Krabbenpoolmaschine. Schon vor mehr als 30 Jahren von Alwin Kocken entworfen. Durch Vakuum festgehalten, angeschlitzt und mit Druckluft ausgeblasen. Nach diesem Prinzip funktioniert die erste Krabbenpoolmaschine ihrer Art bis heute. Die Ausbeute ist zwar etwas geringer und ein bisschen mit der Hand müssen sie hier auch noch nacharbeiten, aber die Nordseekrabben reisen nicht bis nach Afrika und zurück, damit sie dort von billigen Arbeitskräften gepoolt werden. Den Gästen hier in Spieker-Neufeld ist das den etwas höheren Preis wert. Nach rund einer halben Stunde auf dem Sattel erreichen die Radfahrer mit Salenburg den ersten Sandstrand von Cuxhaven. Von hier aus können die Urlauber bis zur Insel Neuwerk gucken, gehen oder mit dem Wattwagen fahren. Und die großen Schiffe kommen auch schon in Sicht. Die Kugelbarke ist das Wahrzeichen von Cuxhaven. Dieses aus Holz errichtete Seezeichen markiert das Ende der Nordsee in Niedersachsen und die Einfahrt zur Elbe, eine der meistbefahrenen Seewasserstraßen der Welt. Und an dieser Aussichtsplattform der alten Liebe kommen sie ganz dicht vorbei. Hier erwarten sie heute noch eine Königin, die Queen Mary. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Schiffsansagedienst Cuxhaven begrüßt Sie. Es ist 10 Uhr und eine Minute. Wir sind wieder für Sie da, voraussichtlich bis 19 Uhr. Um Sie mit Informationen um die Schifffahrt, die Cuxhaven von See kommend passiert oder seegehend passiert, zu informieren. Mein Name ist Reinhard Linke, ich begleite Sie durch den Mittwochvormittag. Reinhard Linke ist Marineoffizier AD und einer von insgesamt 26 ehrenamtlichen Schiffsansagern und Ansagerinnen. Sie alle eint die Liebe zur See und zu den Schiffen. Ja, meine Damen und Herren, die alte Liebe wird passiert von dem Großcontainerschiff der Oceanus. Mit einer Länge von 336 Metern bei einer Breite von 46 Metern hat das Schiff zurzeit einen Tiefgang von 12,50 Meter und ist auf der Reise von Hamburg kommend nach Le Havre. Noch eine Zwischeninformation für alle, die hungrig auf die Passage der Queen Mary II warten. Das Schiff passiert zurzeit gerade Glückstadt. Reinhard Linkes kleines Reich befindet sich auf der Seebäderbrücke. Auch hier werden seine Durchsagen übertragen.
In Sichtweite zur alten Liebe. Aber auch für diejenigen, die gerade nicht in Cuxhaven große Pötte gucken können, ist Reinhard Linke da. Schiffsansagedienst Linke. Der Anrufer möchte wissen, wann genau sie denn nun kommt, die Queen Mary. Ja, das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Sie ist auf dem Weg von Hamburg nach See hin. Hier ist noch nicht zu sehen. Wenn Sie die Internetseite vom Schiffsansagedienst aufrufen, finden Sie sowohl die Position wie auch eine Webcam. Bitte schön, tschüss. Auch die Live-Übertragung im Internet hat ihre Fans. 4.500 Klicks pro Tag im World Wide Web. Es ist wirklich worldwide. Also zum einen sind es etliche Leute, die aus Cuxhaven kommen und beruflich jetzt in Norwegen, Amerika oder irgendwo auf der Welt sind. Die schauen natürlich gerne hier mal an der alten Liebe vorbei per Kamera. Aber auch noch weiter, das letzte E-Mail, was wir bekommen haben, war unten von einem Vertreter, der kam aus dem Raum Hannover. Der ist bei einer Versicherungsgesellschaft in Bangkok. Und der bedankte sich also herzlich, dass er mal wieder in Norddeutschland vorbeigucken konnte. Meine Damen und Herren, wenn Sie dann den Blick Richtung Osten wenden, an den Horizont, dann sehen Sie dort schon ganz schemenhaft die Silhouette der Queen Mary II. Die Reisegeschwindigkeit im Moment 14 Knoten. Ja, und jetzt können Sie es per Auge verfolgen, wie das Schiff langsam näher kommt. Der Schiffsansagedienst macht jetzt Schichtwechsel. Sie werden betreut heute Nachmittag von Jürgen Mittelstädt. Ich sage an dieser Stelle tschüss und noch einen schönen Tag. Hallo, was gibt's Neues? Was Spannendes für dich. Ja. Die verspätete Queen Mary. Ja. Hier unten. Hast du schon was vorgetragen? Nee. Noch nichts, aber hier oben angeklickt schon, da ist die Queen Mary. Viel Spaß. Ja, danke schön. Schönen Tag noch. Ne? Das wünsche ich dir auch. Ja. Tschüss, Jürgen. Auf die Queen Mary freut sich Jürgen Mittelstädt besonders. Er ist auch schon zweimal mitgefahren. Für ihn eben eine echte Königin der Meere. Weil das noch im Aussehen einem Schiff ähnelt und keinem Hochhaus. Wenn Sie hinten das runde, schöne Heck, das abgleitende Heck sehen, das hat was mit Schiff zu tun und nicht mit modern und Hochhaus. Aber er mag auch die Abwechslung, die völlig unterschiedlichen Schiffstypen. Das Containerschiff, die Torrent, kommt aus Rotterdam und Schiffe dieser Größe, wo sollen sie anders hin als nach Hamburg, richtig? Egal ob eingefleischte Schiffsspotter oder interessierte Touristen, alle hören hier gerne zu. Das ist das Beste drin. Ja, wenn wir Urlauber sind und immer regelmäßig herkommen und eigentlich gar keine Ahnung haben von Schiffe und so. Einfach mal um zu sehen, was leistet so ein Schiff, wie ist die Größe, nicht? Und Tiefgang und das vor allen Dingen. Die großen Unikums, diese Übermaße, das kann man gar nicht fassen, dass das, was da alles drauf passt. Ja, es ist die große weite Welt, die an einem vorbeizieht. Ja, verehrte Gäste, und jetzt ist sie da, die Königin unter den Kreuzfahrtschiffen, die Queen Mary II, kommt aus Hamburg, will nach Norwegen in den Alesund und das außenrum. Dieses Kreuzfahrtschiff ist 345 Meter lang und 42 Meter breit, nimmt an Passagieren 2500 Gäste mit. Ja, und dann verfügt die Queen Mary II über 12 Decks und je höher, desto teurer. Und selbst wenn gerade keine Königin vorbeifährt, Jürgen Mittelstädt kann sich keine schönere Tätigkeit vorstellen. Ich mache das gerne, weil wir einmal hier in der ersten Reihe sitzen. Und wenn wir hier noch Platz hätten für eine Koje, würde ich auch hier nachts noch bleiben. Also mir gefällt das sehr gut. Und ich glaube, den Kameraden, die hier mitmischen, die fühlen sich hier auch sehr wohl. Und man bleibt so ein bisschen verbunden mit der Seefahrt. Von Cuxhaven führt der Nordseeküstenradweg nun gut 80 Kilometer bis Stade. Doch gleich beim Leuchtturm Dicke Bertha in Altenbruch werden die Radfahrer Zeuge einer Rettungsaktion. Dieser Heuler lag allein und hilflos im nahegelegenen Hafenbecken. Nee, du musst da drin bleiben. Ich bring dich jetzt weg. Ja. Machen wir zu. Genau, machen wir zu. Und dann.
Wenn kleine Seehunde verwaist sind, ist das ein Fall für Wattenjagdaufseherinnen wie Alexandra Penner. Wir werden als Wattenjagdaufseher, als Ehrenamtliche angerufen und holen dann die Tiere gegebenenfalls, wenn sie dann abgeholt werden müssen, weg und bringen sie dann durch den Tunnel nach Norden-Norddeich und da werden sie weiter versorgt. In der Seehundstation wird der Kleine wieder aufgepäppelt. Auf dem Nordseeküstenradweg liegt nun Otterndorf mit seinem ausgedehnten Grünstrand und vorerst letzte Gelegenheit für ein erfrischendes Bad. Denn ab jetzt ist links nicht mehr unmittelbar Meer bzw. Elbe, sondern der Weg führt ins Landesinnere. Durch die Wingst, ein hügeliges Waldgebiet, bis zum Eiffelturm des Nordens in Hemmoor, der ältesten Schwebefähre Deutschlands von 1909. Und 30 Radminuten weiter? Himmlische Ruhe in Himmelpforten, während in der Weihnachtszeit das Postamt hier mit Wünschen überhäuft wird. Weihnachtsflair wird aber das ganze Jahr über geboten, mit passendem Schmuck aus aller Welt. Schließlich ist doch auch nach dem Fest vor dem Fest. Nun sind es nur noch rund 10 Kilometer bis Stade. Der alte Hansehafen in der historischen Altstadt stammt bereits aus dem Mittelalter. Die schmucken Bürgerhäuser kamen später dazu. Heutzutage auf jeden Fall ein beliebter Treffpunkt direkt am Wasser. Die letzte Etappe von Stade nach Hamburg führt durchs Alte Land, dem größten Obstanbaugebiet Deutschlands. Man sieht es ihm nicht an, aber Daniele Palou hat Böses im Sinn. Schon mehrfach hat er das Alte Land zum Tatort gemacht. Und er will es wieder tun. Das macht für mich den Reiz aus, in dieser Landschaft, die so viel Schönes zu bieten hat, auch mal ein bisschen Blut fließen zu lassen. Daniele Palou ist Krimi-Autor. Zwei hat er schon geschrieben, mit Erfolg. Er wohnt zwar in Hamburg, aber das Alte Land war Liebe auf den ersten Blick, wie er sagt. Gerade ist er wieder auf Recherchetour für seinen nächsten Krimi. Die besten Ideen kommen mir, wenn ich vor Ort bin und die Landschaft auf mich wirken lasse, die Menschen auf mich wirken lasse. Und das Alte Land hat so viel Inspiration, das reicht noch für 10 Krimis. Mit seinem Kommissar Gabriele Berlotti hat er die italienischen Wurzeln gemeinsam, die Vorliebe für guten Kaffee und diesen speziellen Ort in Holland-Twielenfleet direkt an der Elbe. Berlotti streckte sich wie nach einem tiefen Schlaf. Tatsächlich fühlte er sich erholt, was er der beruhigenden Wirkung der Kaffeeklappe, den Sonnenstrahlen und dem beständigen Plätschern der Wellen gegen den Ponton zurechnete, auf dem Fiete sein kultiges Café errichtet hatte. Tathergang und Mordmotiv müssen stimmig sein. Deshalb recherchiert Daniele Palou am liebsten direkt bei den Menschen in der Region. Die Mühle Venti Amica war bei ihm schon einmal beinahe Schauplatz eines Verbrechens. Aber vielleicht gibt der Ort ja noch mehr her. Müller Volkmar Dinglinger mutiert zum Mordberater. Ah, moin. Hi, moin. Grüß dich. Wenn hier jemand zu Tode kommen soll, wie stelle ich das am besten an? Es gibt hier schon verschiedene Maschinen à la Max und Moritz. In Mahlgang kippen wird ein bisschen eng, aber man könnte da Teile entsorgen. Es gibt hier Mischmaschinen, Transmissionsriemen, Kammräder, Zahnräder, wo man sich drin aufwickeln, klemmen, sonst was kann. Also es gibt schon Ecken, die gefährlich sein können, wenn man es drauf anlegt. Klingt schon mal vielversprechend, jedenfalls aus Krimi-Autorensicht. Und die Windmühlenflügel bergen ja auch noch so manch bedrohliches Potenzial. A
Aber nicht nur Mord und Totschlag spielen in Daniele Palus Kriminalromanen eine Rolle. Auch die Schönheit der Landschaft im alten Land. Bellotti konnte sich gar nicht satt sehen an dieser Pracht. Der Frühling, die erste Liebe und das alte Land waren die drei Dinge, die selbst niedergeschlagene Menschen fröhlich stimmten. Danieles nächster Krimi soll im Obstanbaumilieu spielen. Deshalb ist er auf dem Obsthof Mattis in Borstel mit Carola Mattis verabredet. Was für die Haltbarkeit von Äpfeln gut ist, eignet sich unter Umständen auch für ein richtig mieses Verbrechen. Dort wird tatsächlich der Sauerstoffgehalt auf ungefähr 4% abgesenkt. Und das ist so gerade der Bereich, dass die Äpfel überleben. Da ist eben kaum Sauerstoff drin. Und wie gefährlich ist das, wenn man sich dann in so einem Raum aufhält, in dem der Sauerstoffgehalt so niedrig ist? Ja, man sagt tatsächlich so 3 Atemzüge und dann ist es vorbei. Und schon hat Daniele Palou wieder einen möglichen Tatort in petto. Auf die Spielorte seiner Verbrechen legt er besonders viel Wert. So hat er sich erst alle Kirchen im alten Land angeschaut, bevor er sich schließlich für St. Pankratius in Neuenfelde mit ihrer berühmten Abschnittgerorgel entschied. Bei meinen Handlungsorten bin ich schon darauf bedacht, dass sie so real wie möglich erscheinen, dass ich sie auch so detailliert wie möglich beschreibe. Und die Figuren sind komplett fiktiv. Deswegen war es mir auch wichtig, dass in meinem Buch eine Pastorin hier angesiedelt ist, aber in Wirklichkeit eben ein männlicher Pastor. Die Töne flatterten gleich Schmetterlingen zwischen den Gräbern im Wind, tanzten zu den knorrigen Ästen der alten Weide am Rande des Friedhofs, hoch zum Himmel und zu den Wolken, die hinzogen über das weite Land, das seine Heimat war, und immer weiter fort. Weit ist es nun nicht mehr auf diesem Abschnitt des Nordseeküstenradwegs. Bereits auf Hamburger Gebiet werden die Radler die letzten 10 Kilometer ausnahmsweise rechts von der alten Süderelbe begleitet. Ein letztes Stück idyllische Natur, bis schließlich der Fähranleger Finkenwerder erreicht ist. Von hier aus geht es über die Elbe in Richtung Hamburger Innenstadt. Rund 520 Kilometer von Leer bis Hamburg. Ein Raderlebnis direkt am Meer mit einer einmaligen Natur. Und Menschen, die mit dieser Landschaft zutiefst verbunden sind.